Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinter und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles Eskalation hoch 2. In der letzten Episode haben wir einem Wacky Professor geholfen, eine Zeitmaschine zu bauen, aber Myra denkt sich, nee, Kumpel, du kommst hier nicht weg. Und jetzt müssen wir natürlich kämpfen, weil uns Geld richtig auf die Nerven geht. Giss es, Kumpel. Ach, weißt du, wenn ich jedes Mal einen Credit bekommen würde, wenn jemand ein Papier aussucht. Aber bisher hat nur jeder seine Wahl bereut. Außer ihr seid jetzt Level 35. Das sehe ich in ihren Augen, wenn sie da liegen und mit ihren letzten Atemzügen keuchen. Ich hätte Antwort A wählen sollen. Ach, tja, was wollen wir machen? Denn dass die nicht wissen, dass es Team Elmer ist und wegen Elmer kennt doch irgendwie jeder. Für 3 Minuten. Level 25, müsst ihr mich natzen, Junge. Ich hab Leute wie dich schon verprügelt, als du noch in deine Windeln gepupst hast. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem. So. Ich könnte jetzt sogar ganz eskalieren und übertakten, aber. Wenn nicht, krieg ich Bonuspunkte, wenn ich die umlege, oder? So. Überlasse es mir. Ich nehme Gad auseinander. Nein, Irina. Könnt ihr mich angreifen? So. 3 Minütchen. Oh, ich habe sogar einen Timer. Geile Sache. Geile Sache. So. Level 20. Bitte. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen übermütig, aber. Hey, Kumpel. Lass Lady in Ruhe. Auch wenn sie sich selbst wehren kann. So. Gut. Wenn du mich angreifst, kriegst du jetzt noch mehr Damage ab, als sonst eigentlich. Kann das sein oder kommt einfach immer mehr? So. Und jau, läuft. Ich würde nicht schon fast gerne den Skell zerstören. Hey, lässt du wohl Irina in Ruhe? So. Gut, ich habe leider keine Heilfähigkeit, also muss ich auf diese eigentlich immer schon verzichten. Boost Skell. Ja, vielleicht sollten wir uns auf das Ding konzentrieren. So. So. Bitte. Bitte, Kumpel, Kumpel, Kumpel. Die sind eigentlich echt stark, ne? Was ich sagen darf. Wir haben gerade den Skell richtig übers Blatt. So. Schön weiterhin nicht angreifen. Dann bleibt alles gut. Ich meine, okay, wenn man jetzt auf Level 25 ist, ist das eigentlich schon eine ziemlich böse Situation. Aber uns ist das ja wohl gar nichts. Und Irina lebt immer noch. Das ist sehr gut. Oh, sie ist mittlerweile Level 23. Das finde ich gut. So. Aber nein, ich werde doch nicht irgendjemand verraten, der mir so geholfen hat. Bitte. Bitte. Ich kann Leute, die mir was nicht bedeuten, verraten, selbst wenn es mir helfen würde. Das ist jetzt unnötig, aber gut. Pff, wir könnten 5 Minuten weitermachen. Verdammte Vollidioten. Was für ein Stümper von Wissenschaftler heuert in solche Gorillas an. Sogar wenn ich ihnen meine Geheimnisse verraten würde, selbst ein paar Jahrhunderten hätten sie die nicht kapiert. Diese Nichtsnutze haben einfach nicht den nötigen Weitblick. Als guter Wissenschaftler muss man seiner Zeit immer einen Schritt voraus sein. Affen in Laborkitteln, die keine Vision haben und die Arbeit von anderen stehlen wollen, sind in absolut hoffnungsloser Fall. Pah, bemitleidenswert. Hm? Bestreite Professor B's Behauptung. Eigentlich hat er recht. Na komm. Allerdings gibt es auch in dieser Ära Wissenschaftler, die versuchen, auf ihrem Gebiet Geschichte zu schreiben. Wir helfen zum Beispiel.
Er ist zwar noch sehr unerfahren, aber er gehört zu dem Schlagwissenschaftler, die die Zukunft, aus der ich komme, erst ermöglicht. Und ich muss jetzt alles tun, wozu mein durchaus beeindruckender Geist imstande ist. Dafür muss ich zuallererst nach Adelaide zurückkehren. Könntest du dafür noch das Bamban-Eichenkraut sammeln, Kleiner? Dieses hier in Oblivia heimische Gewächs ist nämlich ein vorzüglicher Treibstoff. Bitte sag mir, dass ich das schon irgendwie hab. Oh nein! Oh, Sammelquests, ich verfluche euch! Seid verflucht! Ja gut, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich das finden soll. Ich muss das jetzt erstmal googeln. Überschallschildkröte. Habe ich Bock, das zu googeln? An sich eigentlich. Oh, das ist ein Geheimpunkt. Huch. Oh, ich habe einen Nebenjob erledigt. Gut. Militärmäuse. Cool. So. Dann wollen wir noch. Oh, Mechanik Level 4. Das gibt sicher was Gutes. Fördersonde G4. Sehr gut. Segment erforscht. Uns fehlen noch 0,03%. Dann haben wir eben Oblivia. So 30% erforscht. Dann können wir die eine Quest abgeben. Stickschreckapparat. Alter. Ich wünschte nur, ich wüsste, wo ich dieses Zeug finde, dass der Prof braucht. Ich glaube ja kaum, dass das hier sein wird. Das wäre auch zu gut. Nein, ich habe so das Gefühl, dass das nicht der Schicksal. Hallo Alice. Nicht der Fall sein wird. Ich frage mich, ob ich rein theoretisch nicht da noch. Also auf einer Klippe. Einfach das eine Ding. Noch den einen. Wie heißt das Ding? Ihr wisst schon, das Ding am Knotenpunkt. Ob ich das Ding am Knotenpunkt nicht einfach einsammeln kann, das wäre es dann auch. Eine Sonde machen kann. So. Oh Gott, das ist so einer. Die Teile sind richtig gefährlich. Ich fahre in die richtige Richtung. Oder? Ja, ich fahre in die richtige Richtung. Seht ihr, das meinte ich. Hier. Hier ist nämlich noch ein Sonnenpunkt, den wir. Aegiris Landspitze. Den wir. Also ein Knotenpunkt. Den wir aktivieren können. So, Datensonde Level 3. Hey, wisst ihr, was wir jetzt machen können? Jetzt können wir. Jetzt haben wir 30,49%. Das heißt, wir können Els Queste fertig machen. Halleluja, hat ja auch nicht lange gedauert. Aber nur lange. Ich muss sagen, es geht wirklich ziemlich gut voran. Doch. Die Sache kann ich echt nicht aus dem Scale auseinandernehmen. Schade. So. Na gut, man kann ja nicht super. Super, es muss sein. Oh, Segment erforscht. Sehr gut. So. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zurück zum Verwaltungsbezirk. Und reden da mit der einen Lady. Ich muss wahrscheinlich Ellen mit ins Team nehmen, oder? Ja, doch, dann kriegt er halt die Terzen und XP. Ich will nicht wissen, welches Level er hat. Ganz im Ernst nicht so. Einfach hier in der Mitte parken. Ich weiß. Und ich musste doch irgendwie aber nur zu 30% erforscht haben. Da florierendes Geschäft. Ja. Gut. Wo ist er denn? Da ist er ja. Hey, ey, alter Kumpel, wir haben uns lange nicht mehr. Sagen nicht mehr gesehen. Ja. Komm.
So. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal Elmer ein bisschen rumschicken. Bei Level 21, ja. So. Kann ich mit dir reden. Hier, Regina. Die Pathfinder haben mich kontaktiert. Die Arbeit meines Mannes ist beendet. Das ist gut, jetzt kann er in Frieden ruhen. Und der Laden... Den Laden kannst du übernehmen, wie versprochen. Haben Sie Dank, gute Frau. Sie sollen Ihre Entscheidung nicht bereuen. Sie werden sehen, das Unternehmen wird im Nu von Erfolg geföhnt werden. Vom was? Vom Erfolg geföhnt? Du meinst gekrönt, oder? Das ist eine Metapher. Sie bedeutet... Ach, du veralberst mich doch, oder? Du bist ein echter Witzbold, weißt du das? Das ist gar nicht so leicht, traurig zu sein. Meine Hochzeitsfeier mag ich zwar nicht bekommen, aber ich fühle mich jetzt stark genug, dem Mann, den ich liebe, eine echte Beerdigung zu schenken. Danke, ist, was ich zu sagen versuche. Danke und viel Glück mit dem Laden. Na, El? Freut dich das? Hoffentlich. Oh, er hat ihn ja ganz umgebaut. Ganz viele kleine Mahnungen. Wie sieht das aus, Gyugyun? Ist unsere kleine Vorrichtung im Bälde fertig? Oh ja, du bist wirklich verrückter Künstler und irrer Wissenschaftler, oder? Deine Erfindung ist irre verrückt, nicht wahr? Ach, ich hatte schon lange nicht mehr solchen Spaß an Rädchen und Kolben herumzuschrauben. Also, vielleicht sind meine Kinder nicht mehr. Alles, was sie jetzt auch brauchen, sind 5 Schleimhäute, 5 Stücke starkes Eisen, 3 Zedis-Zweige, also glaube ich, oh nein. Wenn wir die Teile dabei da haben, also hier, dann können wir loslegen. Also, gut wie. Der Durchbruch steht kurz bevor. Also, sehr, sehr kurz bevor. Du kannst es bestimmt auch kaum erwarten, oder? Also, Eile ist geboten bei den Besorgungen, richtig? Die Aufforderung war übrigens in Richtung von Els Freunden gemeint. Du, ja du, also ich will ja nicht drängeln, gar nicht. Es ist nur, wenn ich die fehlenden Materialien habe, dann kann ich Els Supermaschine endlich zum Laufen bringen, weißt du? Woran arbeitet ihr eigentlich? Würde ich gerne wissen. Also, das wird so eine Art Überraschung. Ja, doch, so könnte man das denn. Also, wenn du ganz fix bitte die Teil besorgen könntest, also, wenn du magst. Na klar. Danke, danke, danke. Wenn wir alle an einen Strang ziehen und jeder seinen Teil tut, dann wird das Ganze viel einfacher. Viel, viel einfacher, weißt du? Ich habe starkes Eisen. Bitte sag mir, dass ich alles habe. Ich habe so das Gefühl, dass ich nicht alles habe. Ja, oh, ewige Suchmissionen, wie ich euch hasse. Wo war das jetzt? Stimmt, wir können auch die Barkel am Pianohügel machen. Was ist denn jetzt? Oh nein. Oh. Das wird so viel Offscreen-Arbeit, aber vielleicht kann ich ja leveln. Ja gut. Jetzt sind wir bei 13 Minuten. Ich glaube, wir werden jetzt einfach mal... Vorerst einfach das Debakel am Pianohügel machen. Und einfach weiter Irina mitschleppen. Das ist... Also, ich liebe das Spiel. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Aber das ist echt übertrieben, ganz im Ernst. Richtig übel. So. Ja. So, Elva für ein Minütchen dabei. Ich würde ihn ja gerne mitnehmen, aber Level 21, wir sind gerade dabei, mit Irina zu trainieren. Also. Ne? Ist ja wohl verständlich. Er ist so toll. Er ist so toll. Das ist so gut. Ich bin auch toll. Hey, Elmar. Need help with anything? Hm? Ja, ja, doch. Doch, du bist stark. Stay sharp. Ich finde Elmar so toll. So. Gut. Ja, ich kann nicht mit 2 Level 21ern rumlaufen.
So gut sind Irina und Elmar, ich und Elmar dann doch nicht als Team. Also nicht, dass wir nicht gut wären, aber wenn die Gegner sehr hohes Level haben, ist es nicht unbedingt die beste Idee, die man haben kann. So, also zum Biano-Hügel müssen wir. Hier in der Nähe gibt es auch sehr, sehr viele Datensonden, merke ich gerade. Ja, in der Tat. Mhm. Aber wisst ihr was? Ich steige jetzt einfach in unseren Scale ein und denken uns einfach... Nö. So. Ein paar von den Viechern, aber die sind mittlerweile auch nicht mehr so stark. So. Gut. Wenigstens lassen uns die Viecher in. Oh. Huh? Oh. Ja. Läuft. Nickerwegerich. Wie gesagt, Wegeriche sind wahrscheinlich meine neue Lieblingspflanzen. Weil sie mir so gut bei der Prüfung geholfen haben. Plantago Lanceolata, der Plantagilansee. So. Hallöchen. Das nehme ich doch gerne mit. Oh, Segment sogar erforscht. Sehr gut. Also, Biano. Wir haben da keinen Reisepunkt. Was nicht so gut ist. Aber wir werden sicher einen Weg finden. Ich muss sagen, Skills sind dann doch praktisch. Hey, das ist ein anderer Hügel als damals. Ha. Tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Na gut, die paar Käferchen trete ich jetzt wieder aus dem Weg, wenn sie mir pissig seien. Tatsächlich. Die sind pissig, weil wir sie wegtreten. Also, die Liebe zum Detail, die hat was. Ganz im Ernst. So. Level 30. So, was war denn hier für uns? Die geplünderte Ruine. Konrad. Wie geht's? Hier steht's ganz gut, ganz gut. Hm. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar Minuten. Sehr gut. Feridian-Soldat. Soldat. Ja gut. Von mir aus. Perfekt. Wie viel Damage machst du denn? So. Naja. Die Jagd auf Soldate, bis ich diese fucking Trompete wie eine Quest hatte. Das hat auch gedauert. Brr. Am Ende habe ich einfach so oft auf den Tyrann da eingeklopft, bis der das endlich hergab. So, Miri? Ach, er blockt gerade. Nicht so gut. Aber wir machen schon ganz schön Schaden. Das ist gut. Er wirkt Wut und erzeugt Zielzwang. So, dann wollen wir den schwächen. Und... Hat er gerade Tatsache. Wir sind wohl nicht die einzigen, die taunten können. Tatsache. Finde ich irgendwie lustig. Wegen der Combo. Huch. Ich weiß zwar nicht, was da gerade passiert ist, aber das sah ziemlich eindrücklich aus. So. Oh. Und er gab nichts. Außer Level Up. Also fast Level Up für irgendwie, ne? Wir sollen da hoch. Ich will aber gucken, was es hier noch so gibt. Diese Pflanzenteile da sind ziemlich cool. Oh Mann, ich kann es eigentlich nicht glauben, dass Xenoblade schon echt seit Mitte Februar läuft. Ne? Richtig krass. Also richtig, richtig langes Projekt. Ich habe so das Gefühl, dass es das längste Projekt auf meinem Kanal werden wird, weil wow, es gibt so viel zu tun. Wir sind ja bei Hauptquests, wir sind ja erst bei 8, glaube ich, jetzt mittlerweile. Stimmt, sobald wir die Nebenquests mehr oder weniger abgeschlossen haben, können wir uns
auch wieder um die... Hauptquest kümmern, wollte ich sagen. Ich nehme also die letzten paar Episoden. Also, es ist immer noch die E3-Hype, also man hört sich vielleicht an, meine Stimme ist gerade sterben. Hier ist auch die letzte Aufnahme für heute. Ja, es ist auch schon Mitternacht. Aber da sollten genügend Episoden sein. Für die nächste Woche. Und danach wird es halt schon. Werden wir ja sehen. Ich bin gestresst wie sonst nichts auf der Welt, aber. Das bringt nichts. Jetzt auch nicht mehr. So. Ich muss eigentlich nur Chemie bestehen. Wow, wie viel Damage habe ich gemacht? Holy fuck. Naja, dann nehme ich mal die Sachen hier. Die hier noch gerade rumfliegen sind. Anhübscher Kühlkörper. Und vielleicht noch was Cooles? Nö. Nichts Besonderes. Na gut. Boah, aber ich stehe eben eigentlich richtig unter Stress. Dass die Prüfung heute gut lief, ist eigentlich einfach nur ein Glücksfall für meine Psyche, ganz im Ernst. Ich habe ja gelernt und alles, aber man weiß ja nie. So. Ich wahrscheinlich auch nicht. Ich hätte echt nicht Conquest so sehr suchten dürfen. Jetzt habe ich es beendet, jetzt habe ich keine Ablenkung mehr. Ich könnte ja natürlich Revelations jetzt machen, aber. Nö. Ne. Ich sollte nicht. Ich muss mich wirklich jetzt aufs Lernen konzentrieren. Also wieder. Jetzt habe ich einfach 2 Tage lang einfach nicht wirklich viel gemacht. Oh, hey. Typ. Oh, danke. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Glaub mir, keiner von uns ist hier leichtfertig reinspaziert. Aber das war total egal. Die wussten, dass wir kommen. Warteten wieder ein Empfangskomitee auf uns. Ich verstehe es nicht. Uns hatte man gesagt, die wüssten nichts davon. Die Information über die neue Waffe. Dass die Information über die neue Waffe zu durchgesickert war. Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber dass die Information überhaupt an uns gelangt ist. Ich vermute fast, das war Teil ihres Plans. Was ich gar nicht kapiere, ist, wie Clem uns darauf reingefallen sein kann. Dem bittet nämlich niemand so schnell einen Bären auf. Aber naja, jetzt ist vielleicht nicht gerade der richtige Zeitpunkt für all diese Gedanken. Ich fürchte, ich bin der Einzige, der erst im Stoßdruck übrig ist. Der Einsatz ist auf ganzer Linie gescheitert. Machen wir besser, als wir hier rauskommen. Wie es dann weitergehen soll, können wir uns ja ein NLA überlegen. Geh du vor. Ich bin zwar ziemlich wackelig auf den Beinen, aber ich schaffe es schon alleine. Bist du dir sicher? Ja gut. Was für ein Level haben wir? 26. Also die da. Na gut. Tun wir, was der Mann uns sagt. Und gehen zurück in den Verwaltungsbezirk und reden mit den beiden Typen da. So, Late Talk. Ah, dafür sollte die Zeit eigentlich noch reichen. Dann muss ich meiner Stimme eine Rast gewähren. Oh ja. Ladevorgang. Ladevorgang. Wollen wir mal diese Quest weiter besprechen? So. Und ja, ich kann mich auch nicht wirklich konzentrieren. Wo sind die denn jetzt? Ah. Na du? Willkommen zurück, Herzchen, gute Arbeit. Yusuf hat es noch vor dir zurück nach einer Lay geschafft. Wenn ich daran denke, dass er der Einzige ist, den wir da rausholen konnten, ich kann heulen. Die ganze Operation stinkt. Wir wurden richtig derbe ans Messer geliefert. Und ich weiß auch von wem. Clemons. Er hat uns an die Gangeln verraten. Er hat uns falsche Informationen gefördert und unser Stoßtrupp ist direkt in einen Hinterhalt gerannt. Sein befehlshabender Offizier unterzieht ihn gerade einer Befragung. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Clemons? Ein Verräter? Ach Mann. Nanu, war das gerade so reeller?
Du kennst sie, oder? Sie ist sowas wie die neue Lieblingsheilige von NLA. Anderen zu helfen ist gewissermaßen ihr Hobby. Und weil wir eigentlich immer Hilfe gebrauchen können, hat sie auch immer alle Hände voll zu tun. Ich habe auch hier schon Bedenken, wie sie ausnutzen, aber es scheint ihr gar nicht auszumachen. Ich frage mich, warum sie es so eilig hatte. Lara, ciao. Habt ihr eben jemanden vorbeikommen sehen? Huch. Ja, Suriella ist eben wie der wilde Watz hier vorbeigerauscht. Sie... Hey, Moment mal. Suriella, bist du ja. Oh Gott. Total seltsam. Ich hab dich eben an mir vorbeiflitzen sehen. Aber auf dem Rückweg musst du dich total an mir vorbeigeschienen haben. Lara, was redest du denn da? Ich bin hier heute überhaupt nicht, noch nicht vorbeigekommen. Das war ich nicht. Da gibt sich irgendein Xeno für mich aus. Wie, wo, was? Das ganze Chaos mit, den Fehlinformationen über die Ganglion-Festung ist auch auf deren Mist gewachsen. Das sind Definianer. Die können ihre Gestalt wandeln. Oh Gott. Wir waren dabei, Clemens zu befragen, als... Oder besser, wir dachten, wir würden Clemens befragen. Da zeigte diese Definianerin ihre wahre Gestalt. Und jetzt gibt sie sich als Suriella aus und versucht offenbar zu flüchten. Oh oh. Dann hat uns Clemens also gar nicht betrogen. Mein Clemens ist unschuldig. Es war nur irgendein billiger Abklatsch. Richtig erkannt. Nun, wir haben eine Lehre als erstes mal komplett abgeriegelt. Sämtliche Ausgänge werden vom Blades ins Geld gebracht. Es ist unmöglich, die Stadt ungesehen zu verlassen. Jetzt müssen wir diese Definianerin nur noch finden. Und um ehrlich zu sein, dabei könnten wir Hilfe gebrauchen. Eine Gestaltwanderin also. Ah, meine Herren, wie überaus nervtötend. Wenn ich irgendwas tun kann, sag's mir einfach. Du bleibst schön hier, Schatziputz. Aber... Süße, dieses Xenoweib läuft in deiner Gestalt rum. Wenn du jetzt mitten durch die Stadt spazierst, bist du nur im Weg, glaub mir. Überlass das schön mal uns. Wir klären das. Okay, meine lieb Knuddelhäschen, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir gehen auf Definianerinnenjagd. Diese falsche Schlange schleicht hier irgendwo in der Stadt herum und wir wissen, dass sie sich zuletzt für Suriella ausgegeben hat. Ich fange im Verwaltungsbezirk an. Nimm du dir das Geschäftsviertel vor. Das könnte eine lustige Suche werden. Aber gut, ich würde mal sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Und ich glaube, ich werde vor dem nächsten Mal dann auch unsere Freunde ein bisschen trainiert haben, weil ich dann die Sachen ausgegeben suchen gehe, die wir für die Quests brauchen. Das ein Weilchen dauern könnte. Vielleicht, mal sehen. Ah, jedenfalls. Danke euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.